Moin, liebe Freunde der modernen Unterhaltungsmedien und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Pokémon Phantomkristall. In der letzten Folge haben wir es tatsächlich geschafft, unsere Revanche gegen Georg zu gewinnen und sind anschließend in einem geheimen Raum gelandet. In einem Geheimraum, wo die Energieflüsse zu ihren Fackeln führen. Vorher mussten wir ein kleines Fackelrätsel lösen und stehen jetzt nun hier vor einem Pokéball. Ich habe keine Ahnung, was sich darin befindet und deshalb finden wir es doch jetzt am besten einmal heraus. Was? Wegen dem hier der ganze Aufriss? Du erhältst Powerstein. Das war alles? Ein Powerstein? Bloß ein Powerstein? Und das war's? Wir sind doch nicht hier den weiten Weg reingelaufen, nur um einen Powerstein zu finden. Warum werfe ich einen Schatten? Irgendwas stimmt mit der Wand nicht. Das ist völlig richtig. Der Schatten müsste eigentlich von einer anderen Richtung kommen. Denn da stehen die Fackeln. Nein. Okay. Schalter aktivieren. Aber low. Wow. Wow. Naja, nun ist auch dieses Tor offen. Halten wir des Supertreffens auch an. Mysteriöse Ebene. Ja. Ich denke, den Ruinenteil habe ich abgeschlossen. Und nun endlich keinen Typen mehr von Team Phantom zu sehen. Dave! Du? Ach, er. Du hier? Dann warst du also dieser Trainer. Hätte ich mir gleich denken können. Das hättest du tun können. Sag mal, hat es dir nicht schon gereicht, dass du letztes Mal verloren hast? Mein Ziel, meine Mission ist es, euch aufzuhalten. Dann wird es jetzt wohl endgültig zu meinem Ziel, dich zu beseitigen. Denn er ist die Person, die uns alle ins Chaos stürzen wird. Wer ist das? Hey, warte mal, du bist dieser komische Typ von damals. Ich bin ein sogenannter Schicksalsritter. Ich bin dafür da, die Gegenwart so zu verändern, damit die Zukunft nicht in Chaos versinkt. Das Schicksal hat mir gesagt, dass den Welten, allen Welten, bald das Ende nahen wird. Selbst ich spüre die Anwesenheit des Bösen in entfernter Zeit. Darum bin ich nun hier, um das zu verhindern. Da hast du ja wirklich Zeit gelassen. Du hättest ruhig früher kommen können, um diesen Typen hier aufzuhalten. Ich bin wegen dir hier. Ich? Wegen ihm? Ich spüre seine Anwesenheit, seine starke Präsenz in der Nähe des Bösen. Das Schicksal erzählte mir, dass du derjenige bist, der am Ende die Welt ins Chaos stürzen wirst. Hä? Was? Nein! Ich versuche die Welt, alle Welten zu retten. So mein Herr. Dave? Ich will mich nicht in ihre Arbeit einmischen. Ich gehe da mal. Hey! John! Wow! Mann, du stehst mir im Weg! Ich bin nicht der, der die Welten ins Chaos stürzt!
Du hast doch mal gesagt, dass wir es sind, die das Schicksal beeinflussen können. Warum gibt das Schicksal dir dann den Auftrag, mich zu stoppen? Jawohl, das habe ich einst gesagt. Ich beobachtete deine Taten und sah, dass du dein Schicksal nicht verändert hast. Ich habe dir genug Zeit gegeben, doch nichts geschah. Du hast dich geändert. Wieso geändert? Ich war nie einer der Bösen. In der Tat. Du standest nie auf der Seite von den Leuten, die sich Team Phantom nennen. Ja, siehst du? Dann lass mich durch, damit ich John aufhalten kann. Trotzdem bist du der Grund, warum sich Schatten in den Welten verbreiten werden. Das Schicksal hat mir diesen Weg gewiesen. Nun werde ich ihn auch beschreiten und dich aufhalten. Ich, Schicksalsritter Absalom, der Vater des Friedens, werde deine Taten nun beenden. Um Gottes Willen. Was ist denn hier los? Nicht schon wieder so ein Ilumbra. Das Vieh ist doch von Typ Licht und nichts ist gegen es effektiv. Konfu-Strahl! Giftzahn trifft uns. Das ist natürlich nicht sehr effektiv gegen Geist. Aber das kann nicht sein. Wir müssen ihn mit anderen Taktiken schlagen als beim letzten Mal. Gengar ist eine ganz gute Wahl schon vorne, denn wir können ihn erstmal sich selbst verletzen lassen und gleichzeitig Fluch benutzen. Fluch müsste ihn ganz normal abziehen, weil das kein, nicht typgebunden ist. Ilumbra verletzt sich nun selbst und durch den Fluch müsste er jetzt zusätzlich jede Runde Schaden bekommen. Und das wäre nicht sehr effektiv. So. Super. So, jetzt machen wir mit Nachtnebel weiter, würde ich sagen. Auch wenn Nachtnebel wahrscheinlich nichts abziehen wird. Ilumbra war das letzte Mal, als wir es bekämpft haben, echt mega stark. Warum lässt sich das so einfach besiegen? War das nicht letztes Mal das Pokémon von Typ Licht? Oder habe ich jetzt gerade irgendwie... bringe ich irgendwas durcheinander? Tja, das war's, Ilumbra. Aber soll doch nicht alles gewesen sein. Lucario kommt dazu. Lucario ist von Typ Psycho, ne? Nee, Quatsch. Ich glaube, das trügt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Lass Gengar drin. Super, ja, Turbo-Tempo. Turbo-Tempo hat natürlich keine Wirkung auf Gengar. Aber, ja, Lucario. Mal ebenfalls mit Nachtnebel fertig. Irgendwie macht uns der Absalom es zu einfach. Ich sage gerade zu einfach und in dem Moment kriege ich natürlich mit der Drachenklaue eins übergebraten. Da war es das. So, Joel. Feuerblitz. Damit ist Lucario auch beseitigt. Leku kommt dazu. Wir wechseln nicht. Großbrand hat er kopiert. Was war denn Großbrand für eine Fähigkeit? Großbrand stärkt Feuerattacken in Not. Geil. Bringt ihn nicht so viel. Oh, er hat Flammenwurf. Es bringt ihn doch sehr viel. Aber zum Glück ist es nicht sehr effektiv. Unser Feuerblitz jedoch hat die normale Effektivität und ist deutlich stärker als Flammenwurf. Auch wenn wir einige Level unter ihm stehen. Oh, Eisstrahl. Au!
Flammenwurf. Oh, Plasma. Oh, was zum Teufel. Alex, was hast du da mal wieder gedacht? So, ich will jetzt nichts riskieren. Deswegen belebe ich in der Zwischenzeit ein Pokémon wieder. Weil wenn der Donnerschlag oder sowas in der Richtung hat, dann kriegen wir mächtig eins übergebraten. Bei Leku kann man ja mit allem rechnen, weil Leku einfach jedem Typ, jede TM erlernen kann. Da sind wir echt nicht gut beholfen. Gut, jetzt versuchen wir es mit Surfer. Plasma-Fissur. Na los, Gengar. Versuch. Nachtnebel. Erdbeben trifft nicht, aber schweben. Jawohl. Nachtnebel trifft auch nicht. Ah, scheiße. Leku ist ein Normaltyp, ne? Na. Ah. Flammenwurf. Boah. Alter Vater. Nein! Abgangspunkt hat nicht mehr gereicht. Los, Joel. Joel, benutzt Flammenwurf. Lekus Flammenwurf musste wegstecken. Jawohl. Flammenwurf, Joel! Salamero. Ich muss passen, ich kenne es nicht. Wir beleben in der Zwischenzeit ganz schnell unsere Pokémon wieder. Okay, Gengar in den Kampf. Und ich hoffe, dass er ein paar normale Attacken setzen kann, damit wir in der Zwischenzeit unsere Pokémon wiederbeleben können. Wir brauchen jetzt echt jedes Pokémon, was wir kriegen können. Flammenrad. Na klar. Wir haben noch Hypertrank. Frischen wir doch mal Gengar ein bisschen auf. Ha, Glut. Reicht dann wohl nicht, mein Freund. So. Luigi Peach Bowser auch nochmal wieder erwecken. Es ist auf jeden Fall von Typ Feuer scheinbar. Ist ein Feuersalamander wahrscheinlich. Deswegen wird uns Alo wahrscheinlich nicht so viel bringen. Alle anderen werde ich aber auf jeden Fall wiederbeleben. So, und jetzt Fluch. Dann werden wir uns wahrscheinlich jetzt selbst töten durch die Glut. Aber wir belegen Salamero mit einem Fluch. Und der könnte uns den Hals retten. Na los, Luigi Peach Bowser. Surfe, wie du noch nie vor dir gesurft hast. Flammenrad einstecken. Komm, da steckst du weg, Luigi Peach Bowser. Einen kritischen Treffer sogar weggesteckt. Super. Und Surfer. Die Flutwelle reißt Salamero mit. Und jetzt müsste er noch Fluch wegstecken. Und es könnte sein, dass das reicht. Und es reicht. Und damit haben wir den Schicksalsritter Absalom besiegt. Wie? Wie konntest du dich dem Schicksal widersetzen? Boah, Mann! Das war doch auch dieses Pokémon. Das Pokémon von Typ Licht, ich sag es doch. Ah, ich hab verloren. Aber wie? Das Schicksal sagte mir, ich würde die Ursache für das kommende Chaos besiegen und so die Welten retten. Aber ich wurde besiegt.
Unser Schicksal wird unverändert bleiben. Eben nicht. Was? Das Schicksal sagte mir, dass ich gegen dich verliere. Dem ist nun aber nicht so. Das heißt, ich habe noch Zeit, mein Schicksal zu verändern. Es ist noch nichts verloren, noch gar nichts. Auch wenn nun Chaos hereinbricht, ich werde nicht aufgeben zu kämpfen. Ich werde mich nicht vom Schicksal beugen lassen. Ich werde mich zurückziehen, aber ich glaube nicht, das wäre unser letztes Mal, dass wir uns sehen. Oh Mann, ey. Ah, was warte ich hier noch lange? Ich muss weiter. Weiter geht's aber. Im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.